Hey, sind Sie Tom Brady? Ja. Hey, Ihre Nachbarn haben angerufen. Ihre Klimaanlage macht Lärm und ich soll das Ding mal checken. Okay, ja, ist hinterm Haus. Okay, ich bräuchte dann bitte noch eine Unterschrift für den Fall, dass ich Ersatzteile bestellen muss. Schreiben Sie einfach für John und Ted mit der 12 daneben. Und Sie sind kein Betrüger. Ich finde Ihre Bälle perfekt. Hinterm Haus. Okay, ja. Dämlicher Idiot. Okay, los. Regenmantel aus, der ist viel zu laut. Leck mich, ich will keine Wichse abkriegen. Zweimal MVP in der regulären Saison. 4 Super Bowl-Ringe. Der kommt garantiert im ersten Anlauf in die Hall of Fame. Und jetzt bekommt er von uns einen Handjob in diesen roten Plastikbecher. Alles klar, leg los. Was soll das heißen, leg los? Du musst das machen. Wieso ich? Du bist doch der sein Sperma will. Ja, aber das muss eine Menschenhand sein. Das muss Haut auf Haut sein, sonst funktioniert das nicht. Quatsch, es geht nur um die Reibung. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich genauso wenig. Du machst es bei dir? Das ist was ganz anderes. Du bist erwachsen und hast ein Poster von ihm in deinem Schlafzimmer. Jetzt sag mir, dass du das nicht willst. Klar will ich das. Ich bin nervös. Was, wenn es ihm nicht gefällt, wie ich es mache? Er hat nun das Beste verdient. Reiß dich verdammt nochmal zusammen. Ihm gefällt schon. Und jetzt los! Na Gott. Und das im Schlafenzustand. Was zur Hölle? Mr. Brady, wir brauchen nur einen Moment. Was wollt ihr, Penner, hier? Das wird nicht lange dauern. Nein. Raus aus meinem Haus! Ich ruf die Polizei! Warten Sie, Mr. Brady! Und nimm deinen verdammten Teddybär mit! Geile Scheiße, ein perfekter Spiralwurf. Komm, lass uns abhauen. Und was sollen wir jetzt machen? Ted, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wieso kommst du damit nicht zu mir? Wie, was meinst du? Wegen dem Sperma. Oh, Johnny, soll das ein Witz sein? Du warst natürlich der Erste, den ich fragen wollte. Aber du warst in letzter Zeit immer so fertig wegen deiner Scheidung, dass ich... Naja, ich wollte dich nicht in eine unangenehme Lage bringen. Und nachdem ich deinen Laptop gesehen habe, dachte ich, du hast nichts mehr übrig.